Ja, liebe Geschwister, man könnte sich ja fragen, ist das ein Thema, tausendjähriges Reich, oder fällt es unter diese Dinge, wo man sagt, naja, es gibt hier verschiedene Erkenntnisse und wie ist das zu sehen, muss man sich hier auf einer Endzeitkonferenz mit auseinandersetzen. Aber ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass das tausendjährige Reich, die Lehre vom Millennium, kirchengeschichtlich und auch praktisch eine ungeheure Rolle spielt. Spielt vielleicht eine größere Rolle, als man denkt. In der Kirchengeschichte ist Folgendes passiert. Origenes, der ja zu Füßen von Ammonius Saccas, einem Neuplatoniker, saß, also ein völlig unklarer Mann, der ist auch wohl der Erfinder von einer Lehre, das ist eine Mischung aus Seelenwandlung, Allversöhnung, alles Mögliche. Er hat begonnen, die ganze Schrift allegorisch zu deuten, also nur noch schattenbildlich. Dann kam für mich der gefährlichste Mann der gesamten Kirchengeschichte, von vielen verehrt, auch von den Reformatoren, von mir in keinster Weise, das war Augustinus. Augustinus, der Kirchenvater, hat etwas getan, und zwar er hat viele dieser falschen Lehren und viele dieser Dinge systematisiert. Er ist also hingegangen und hat das Ganze in eine Form gebracht, die dann später leider auch über die Reformation und über andere Lehrer weitergegeben wurde. Da gehört dazu, er ist auch der Erfinder der doppelten Prädestination, er ist der Erfinder von einer Lehre über das tausendjährige Reich, die katastrophal ist. Der sagte praktisch, die Zeit der Kirche ist das tausendjährige Reich und es gibt genügend, die sagen, heute wäre schon das tausendjährige Reich angebrochen. Und könnte man sagen, ja, das sind halt dumme Meinungen aus unserer Sicht, aber wie gefährlich sind die? Und jetzt haben wir ein Riesenproblem, und zwar kirchengeschichtlich ist Folgendes passiert. Calvin, der das ganz radikal vertreten hat, er war ja ein Vertreter von der augustinischen Lehre und er hat dann versucht, den Genfer Gottesstaat aufzurichten. Und als in Frankreich die Verfolgung der Hugenotten begann, dann kam dieses falsche Denken, dass man denkt, das tausendjährige Reich ist ja schon angebrochen und hier haben wir jetzt eine Verantwortung, praktisch auch politisch und von den Machtverhältnissen her, das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Dann ist er hingegangen mit seinen Lehren und hat unter anderem Coligny, der Führer der Hugenotten, beeinflusst, aber der war noch so weit klar, dass er den Krieg verhindern wollte und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass seine Frau war, die ihn dann so angeheizt hat, dass er letztendlich zu den Waffen gegriffen hat, obwohl die Heilige Schrift klipp und klar sagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und es war dann so, ich sage es ganz offen, die Hugenotten haben zwei Teile. Ein Teil sind wirkliche Märtyrer gewesen, die um des Evangeliums willen sterben mussten, aber es hat einen zweiten Teil, das sind keine Märtyrer, sie mussten sterben, um ihrer falschen Lehre willen, weil sie diese falsche Lehre vom tausendjährigen Reich, weil sie diese ganze Lehre geglaubt haben und ein Reich Gottes auf Erden aufrichten wollten. Und sie sind hier dann letztendlich durch das Schwert umgekommen, wie der Herr Jesus sagt. Und hier hat es auch pfingstlerische Einflüsse gehabt. Bei den Zevennen-Propheten war es so weit, dass Kinder in den, also Säuglinge, im Körbchen geweissagt haben, wo die Truppe der Katholiken steht. Also Katastrophe. Später bei den Puritanern sagt man ja, dann war alles veredelt. Es gibt, das wird sogar selber in der Geschichte der Puritaner, ich habe das Buch daheim, wird es berichtet, dass ein puritanischer Mann, ein Führer, dann hinging, zum Statthalter ging, das Messer gezogen hat, ihn niedergestochen hat. Und immer wenn er ihn niedergestochen hat, hat er gerufen, ich habe nichts gegen dich, aber du bist ein Feind des Evangeliums. Und das sind die Früchte dieser falschen Lehren. Und heute haben wir Leute, die sagen, das tausendjährige Reich ist schon angebrochen und damit kommt auch kein Antichrist. Und damit ist alles nicht so gefährlich. Wisst ihr, und das ist die, sag mal, teuflische Schiene dieser falschen Lehre und von daher ist es einfach wichtig, dass wir bezüglich der Heilsgeschichte und der heilsgeschichtlichen Abläufe einen klaren biblischen Abriss haben. Zudem, ich möchte das nicht verhehlen, der Herr Jesus in Matthäus 3, Vers 10 Folgendes sagt, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast,
werde auch ich dich bewahren vor, das steht im griechischen Eck, also heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Also der Herr Jesus sagt, er wird diese Leute praktisch bewahren, die sein Wort bewahren, und er hat das Wort vom Ausharren auf ihn. Und in Vers 8, im gleichen Kapitel, im Vorspann sagt er was Ähnliches. Ich kenne deine Werke, sehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich muss das einfach ganz nüchtern sehen. Es sind ähnliche Anklänge wie Offenbarung 7,14, wo es heißt, was sind das für Leute, die letztendlich im Himmel sind? Dort gewaschen im Blut des Lammes, und dann sagt die Bibel, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt und sie haben letztendlich sich zum Herrn Jesus bekannt. Das sind alles zentrale Wahrheiten. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn ich das Wort Gottes bewahre und nicht eigene Lehren habe. Wisst ihr, und ich bin schon als junger Bibelleser erschrocken, wenn ich zum Beispiel Jeremia 23 las. Das ist die berühmte Passage, wo auch drin steht, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Aber dort zum Beispiel und in den weiteren Stellen bei Hesekiel, bei Jeremia wird eindeutig ausgesagt, dass die falschen Propheten praktisch verschiedene Quellen haben. Sie reden aus ihrem eigenen Herzen oder unter Finsterniseinfluss. Sie sind auf jeden Fall Leute, die Gott nicht gesandt hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz schwierigen Punkt. Ich halte es für gefährlich, wenn man mit dieser Ausrede aus 1. Korinther 13 sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das steht dort nicht. Dort steht was völlig anderes. Dort steht, Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis sind, Ekmerus, ein Teil des Ganzen. Und wenn das Ganze, Teleios, kommt, dann hören diese drei auf. Das ist was ganz anderes. Mit unserer Erkenntnis, da steht im griechischen Epignosis, nichts zu tun. Und das steht dort nicht. Wisst ihr, das bedeutet zu Deutsch, wir dürfen hier nicht anfangen, das Wort Gottes teilweise zu relativieren. Man hat klare Aussage der Bibel und weil sie sich nicht einigen können, die Gläubigen, sagt man ganz einfach, ja, das ist ein Stückwerk. Nee, sondern die Bibel sagt klipp und klar, wenn du mein Wort bewahrst, und jetzt kommen wir zum Punkt, und das ist mir das Wichtigste an der ganzen Lehre, und ich sage es ganz ehrlich, das tausendjährige Reich ist für mich nur ein Musterbeispiel, aber mir geht es heute darum, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Die Bibel sagt, ich muss es bewahren. Und in 1. Korinther 4, Vers 6 heißt es, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und dann erklärt er, dass man sich sonst aufbläht. Wisst ihr, ich höre viele Leute predigen, aber niemand redet über 1. Korinther 4, 6. Wenn ich jetzt einmal ganz radikal die Gemeinde durchstreife, von der Kirche rede ich gar nicht, die ganze Gemeinde durchstreife und fordere, dass nur noch das praktiziert wird, was geschrieben steht, was meint ihr, wie viel dann nicht mehr da ist? Es gibt ganz viele Lehren, die haben wir einfach aus Tradition übernommen, auch aus der alten reformatorischen Schiene. Wir haben Lehren übernommen aus der Gewohnheit, aus der Gemeinschaftsbewegung, aber es ist biblisch nicht haltbar. Und die Bibel fordert von mir, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Jetzt habe ich schon mal eine ganz klare Grenze. Wenn zum Beispiel die Pfingstler heute hingehen oder Charismatiker und bereits jetzt das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem, dann ist das auch so ein Vorgriff, weil das kommt erst, wenn bereits die neue Heilszeit und das tausendjährige Reich angebrochen ist. Also es ist ungeheuer wichtig, dass wir die Grenze sehen, wo die Bibel eine Grenze setzt und nichts sagt, haben wir auch nichts zu sagen. Und das gilt auch nachher für das tausendjährige Reich. Da gibt es nämlich auch Dinge, wo die Bibel nichts drüber sagt. Dann habe ich keine Bücher drüber zu schreiben und das auszuschmücken, um mir das in meiner Fantasie vorzustellen. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Das gilt für alle Lehren, auch für Dogmen, die wir heute im evangelikalen Raum haben. Wenn ich etwas, was die Bibel nicht lehrt, einfach aus meiner Sicht heraus lehre mit der Zielsetzung, die Leute verstehen es besser, wenn man jetzt ihnen hier etwas lehrmäßig erklärt, dann begehe ich aus meiner Sicht eine Form von einer verdeckten Lästerung. Weil ich sage dann indirekt, Gott selber mit seinem Wort
ist nicht gut genug. Erst wenn ich es erkläre, dann wird das Wort Gottes verständlich. Versteht ihr? Ich muss da die Finger weglassen. Das hat mit ganz vielen Lehren zu tun, die wir einfach übernommen haben. Wenn man das mal alles untersucht. Wisst ihr, ich sage euch mal ein Beispiel, das ist jetzt das harmloseste noch. Am Schluss steht auf und sagt, wir bittet um den Segen. Und dann wird der Segen aus 4. Mose, der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wird gesagt. Na komme ich dann später und soll Schluss machen, ist eure Versammlung. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung Geschwister, ich kann den Segen nicht sprechen. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet im Neuen Bund mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Das ist alter Bund, absolute Grenzüberschreitung. Ich bin gesegnet, ich kann euch wünschen, dass ihr Herzensstellung einnimmt, dass dieser Segen zur Wirksamkeit kommt. Das kann ich machen. Aber ich spreche euch kein alttestamentliches Segen zu, der gehört nämlich Israel. Wisst ihr, wenn man nicht Israel und die Gemeinde unterscheidet, und wisst ihr, ich weiß ja, was der Dispensationalismus hier angerichtet hat, aber die reformierte Theologie hat auf der anderen Seite genau das Gleiche angerichtet. Wisst ihr, ich bin ein einfältiger Bibelbeleser, ich glaube einfach, dass Gott das, was er sagt, auch meint. Wenn der Mann steht, dann ist ein Mann. Wenn der Frau steht, dann ist eine Frau. Wenn der Israel steht, dann ist Israel. Wenn der Gemeinde steht, dann ist die Gemeinde. Wenn in der Evangelie steht, Jünger, dann sind es die Jünger. Dann ist bereits die Lehre Jesu für die Jünger. Wisst ihr, das ist so einfach. Ich muss nur lesen, was da steht. Wenn man das alles nimmt, ich zeige nachher, was das mit dem Tausenderrecht zu tun hat, dann kriegt man hier eine Sicht, wo man nicht mehr anders kann, als das, was die Bibel sagt, zu vertreten. 2. Petrus 3, Vers 2 sagt, das ist ein Bibelwort, das habe ich viele Jahre überlesen, damit ihr an die Worte, da steht im Griechischen Rema, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Wisst ihr, wenn man das jetzt mal ganz, ganz einfach liest, dann sagt der Herr Jesus, für euch, doch der Petrus, für euch, Gemeinde Jesu, sind zwei Schienen wichtig. Erste Schiene, die Worte der Propheten, die Gott benutzt hat. Das ist das prophetische Wort alttestamentlich. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Wahrheit. Wer Epheser 2, Epheser 3 studiert hat, der weiß, dass die Bibel sagt, dass die Gemeinde Jesu, also dieses geheimnisvolle Gebilde, dass Menschen in einem Geist zu einem Leib getauft werden, mit Christus in die himmlischen Orte versetzt sind durch den Heiligen Geist, dass Menschen hier zu diesem Leib gehören des Christus, zu dieser unsichtbaren Gemeinde, das war im Alten Testament ein Geheimnis. Sie sagt zwar, redet viel von Kahal, von der Gemeinde, von diesen Dingen, aber die klassische Gemeinde, so wie Paulus es sagte, Epheser 2,11, dass aus Juden, aus Heiden, aus den Fernen und den Nahen zusammen ein neuer Leib gebildet wird, nämlich die Gemeinde des Christus, das war nicht bekannt. Wisst ihr, und in dem prophetischen Wort ist der Fokus in der Regel auf dem Messias, auf dem Herr Jesus, und der Fokus ist auf dem Reich, das ergründet wird, auf Israel. Darum sagt hier die Bibel, ihr müsst das prophetische Wort beachten. Dann sagt sie aber, und dessen, was euch der Herr aufgetragen hat, den Aposteln. Ja, was hat er ihnen aufgetragen? Wo steht das? In den Lehrbriefen. Das ist die Lehre der Apostel. Darum steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben in der Lehre der Apostel. Also habe ich in der Apostellehre, in den Lehrbriefen, die Auslegung Jesu über den Rest der Schrift. Wisst ihr, und für da ist immer der entscheidende Punkt, dass ich zuerst in der Lehre der Apostel nachgucke, dann sehe ich das prophetische Wort und dann setze ich das Mosaik zusammen, was die Bibel hier wirklich drüber lehrt. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Berggipfelprophetie, dass man sich bewusst ist, ich finde dann die Gemeinde in der Lehre der Apostel, ich finde aber die ganzen Abläufe Israels, finde ich dann konzentriert in der Prophetie. Wissen, da muss man schön unterscheiden. Ich habe zum Beispiel einen Mann, namhaft, ich sage jetzt keinen Namen, das tausendjährige Reich, wirklich leugnet. Der sagt, das ist, kommt daher, weil die Lehrbriefe es nicht abhandeln. Ich sage, Entschuldigung, das ist überzogener Dispensationalismus.
Das ist nicht richtig. Die Bibel sagt klipp und klar, für uns ist maßgeblich die Lehre der Apostel als Gemeinde. Und wir haben keine Landesverheißung in Israel. Wir haben die geistliche Verheißung. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Epheser 1,3, Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr, die Gläubigen, seid zur Fülle gebracht in ihm. Ich habe geistliche Güter, aber ich habe keine irdische Verheißung. Ich habe keine irdische Verheißung, sonst würde ich nicht krank werden. Aber wer die irdische Verheißung hat von Gott her, das ist Israel. Und die erfüllt ihnen Gott endgültig im tausendjährigen Reich, wenn er sein Reich aufrichtet. Und das ist das, was in der Prophetie geschrieben steht. Und das darf man nicht vermischen. Sonst kriegt man so ein Durcheinander, wie es in der reformatorischen Lehre ist, dass man dann sagt, das tausendjährige Reich ist heute. Ich kenne einen Bruder, den kenne ich seit 43 Jahren, der sagt mir klipp und klar, solche Dinge, tausendjährige Reich, Israel hat keine Zukunft mehr. Martin hat es uns ja erklärt, auch in der Einleitung. Und das muss man einfach ganz nüchtern sachlich sagen. Wenn jetzt das tausendjährige Reich schon ist, heute, dann sage ich euch ehrlich, dann wäre ich froh, wenn ich es los hätte. Wisst ihr warum? Das, was doch hier draußen heute passiert, ist doch Teufelei ohne Ende. Das ist doch ein Aufbruch der Dämonen. Das ist doch die Finsternis in Reinkultur. Und das ist nicht das tausendjährige Reich. Im tausendjährigen Reich wird es völlig anders sein. Das sehen wir nachher. Wisst ihr, da siehst du, wie verwirrt die Gläubigen sein können. Und wenn wir wirklich das Wort Gottes bewahren, wirklich nicht über das Geschriebene hinausgehen, wirklich beginnen, ernst zu nehmen, dass der Herr durch die Prophetie, der ganze Block Israel, uns prophezeit hat und durch die Lehre der Apostel unsere Praxis in der Gemeinde, dann werde ich auch Philipper 1,9 realisieren können, wo Paulus sagt, er will, dass wir das Wesentliche erkennen, was wesentlich ist. Und dann werden wir nicht abgleiten. Und dann sehen wir auch, was Bibel für Lehren hat und was sie für Lehren nicht hat. Und da spielt das tausendjährige Reich natürlich eine riesige Rolle. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel glaubt, dass das tausendjährige Reich schon angebrochen ist, oder wenn man glaubt, dass Israel keine Zukunft mehr hat, wenn man glaubt, dass alle Verheißungen Israels in der Gemeindeverheißung aufgegangen sind, ja, dann habe ich eine irdische Verheißung in Jerusalem. Steht ihr? Dann habe ich ihre irdische Verheißung auf der Erde, dann muss ich hier regieren. Dann gehöre ich zu den 10, die über eine Stadt regieren sollen. Wisst ihr, und das ist genau der Grund, warum diese Leute, das ist alles kalvinistische Lehre, die dann hingehen und dann auch in die Politik gehen, die dann wirklich versuchen, ein Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Und jetzt kommt die Quintessenz, und darum ist es gefährlich, wenn man vom tausendjährigen Reich eine falsche Lehre hat, weil dann glaube ich nicht mehr, dass ich ein Fremdling bin auf Erden. 1. Petrus 2,11. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Ich habe himmlische Berufung. Ich habe himmlische Hoffnung. Die wird sich erst für mich erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Lebenden entrückt und die Toten auferstehen. Dann wird es geschehen, vorher nicht. Wisst ihr, und ich bin in dieser Welt ein Fremdling. Jetzt sagt 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch das, was in der Welt ist. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut, Luther hat übersetzt, hoffärtiges Leben. Und er sagt klipp und klar, das wird vergehen, aber das, was wir haben, das Geistliche, bleibt. Also ich soll diese Welt nicht lieb haben. Dann bringt mir die Jeremia-Stelle, Jeremia 30, suche der Stadt Bestes. Da kommt aber ein Komma. Und wenn der Komma kommt, geht's weiter. Da steht nämlich, und betet für sie. Ich soll nicht hier einen Gottesstaat aufrichten, ich soll nicht in die Politik gehen, sondern ich soll für die Leute beten. Das ist ein Unterschied. Und dann geht die Bibel noch weiter und sagt klipp und klar, und das ist eine wichtige Stelle, 1. Korinther 7,31, weil hier haben wir dann praktisch das Problem. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt, aber ich stecke hier mit da drin. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, ich muss meine Kinder, zum Glück sind meine schon raus aus dem, ich muss sie in die Schule schicken, ich muss hier gucken, dass ich vernünftig und ordentlich lebe in dieser Welt, aber ich darf sie nicht lieb haben. Aber jetzt sagt die Bibel ein gewaltiger Bibelvers, ich habe noch nie jemand darüber predigen gehört. Ich weiß nicht warum. Man hat scheinbar Angst vor solchen Stellen. 1. Korinther 7,31. Und die diese Welt gebrauchten, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich soll die Welt gebrauchen, als gebrauchte ich sie gar nicht. Beispiel. Ich kaufe nicht ein Auto wie ein Bruder, der das einmal gepredigt hat. Wir haben dann gelacht. Aber es war interessant, der hat gesagt, ich brauche ein Auto und zwar nicht für Strecke, sondern nur, der musste wohl nur in der Stadt rumfahren. Und dann ist ein Autohaus. Ich reingegangen und gesagt, ich möchte ein Auto. Und dann hat er gesagt, was für eins?
Dann hat er gesagt, ist völlig egal, das Billigste. Welche Farbe, egal, das Billigste. Ja, wie viel PS, völlig egal, das Billigste. Soll das Auto was haben? Nein, gar nichts, Billigste. Wisst ihr, das ist wieder extrem. Aber ich soll diese Welt gebrauchen, als gebrauchte ich sie nicht. Ich kaufe ein Auto, um auf die Hohe Krete zu fahren. Ich kaufe nicht ein Auto, um am Samstag 3 Stunden mit der Politur vor der Haustür zu stehen, um mein Auto auf Hochglanz zu bringen. Versteht? Ich habe hier kein Götze. Sondern ich gebrauche sie, als gebrauchte sie nicht. Ich ziehe eine Krawatte und einen Anzug an zu bestimmten Anlässen und dann hängt er wieder im Schrank. Wisst ihr, alles, was ich in der Welt tue, benutze ich nur als Mittel zum Zweck. Aber ich hänge mich nicht dran. Das ist nicht mein Leben. Die Bibel sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, es gibt Brüder, die sagen, Nahrung und Kleidung, da meint eigentlich, steht drin Bedeckung, da ist nicht nur Kleidung gemeint, sondern auch das Dach über dem Kopf. Das heißt, wenn du das Dach über dem Kopf hast, sei doch zufrieden. Wisst ihr, und häng dich nicht in diese Welt. Wenn ich aber glaube, dass das tausendjährige Reich nicht kommen wird für Israel, sondern dass das tausendjährige Reich für uns Gläubige hier ist, dann strebe ich nach anderen Dingen, dann strebe ich nach Einfluss. Wisst ihr, dann sehe ich das alles völlig anders. Und zu der calvinistischen Lehre gehört, dass man als Auserwählter gekennzeichnet ist, wenn man Wohlstand hat. Wisst ihr, dann verändere ich ja mein ganzes Denken. Dann halte ich mich nicht herunter zu den Niedrigen, sondern dann halte ich mich zu den Hohen. Ein namhafter Bruder, der früher war wie wir, der ist inzwischen anglikanischer geweihter Bischof und läuft ein Papst hinterher. Feiert bei den Zusammenkünften gibt es Eucharistie. Wisst ihr, das ist der Abfall pur. Woher kommt das? Calvinismus. Calvinismus ist nicht nur doppelte Prädestination, was ja völlige Irrlehre ist, weil die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen und damit ist eine doppelte Prädestination ausgeschlossen. Sondern da gehört auch diese Lehre vom tausendjährigen Reich dazu. Und ich sage euch, wir haben heute nicht das tausendjährige Reich, wir haben die geöffnete Hölle auf Erden. Wir haben die Endphase der Endzeit, die eingeleitet ist. Wir haben die Vorbereitung, wo der Antichrist kommt und die Bibel nennt ihn den Gesetzlosen. Und in 2. Thessalonicher 2 steht, wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, kommt aus der Gesetzlosigkeit der Gesetzlose, der Antichrist hervor. Das haben wir heute und sonst gar nichts. Wisst ihr, und jetzt muss die Gemeinde, wenn sie sauber lehrt, muss sie hingehen und das die Gläubigen sagen. Sie muss ihnen sagen, du hast kein tausendjähriges Reich heute. Wisst ihr, darum finde ich das so gefährlich. Und du siehst beim Calvinismus, die Hugenotten, viele wären nicht gestorben, wenn es diese Lehre nicht gegeben hätte, diese falsche. Und viele würden sich völlig anders benehmen, wenn sie den biblischen Blick hätten für Realität. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung und Israel eine irdische und die ist noch nicht erfüllt. Ich zeige es nachher beim tausendjährigen Reich. Im Römerbrief Kapitel 8 sagt Paulus, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen und nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit ihm in Wehen liegt bis jetzt. Wisst ihr, das tausendjährige Reich wird ein gewisser Vorspann zu der neuen Erde sein. Es wird das schon stufenweise geschehen. Da wird die Schöpfung verändert. Der Löwe wird beim Lamm sein. Kinder können am Bau und im Loch der Giftschlange können sie spielen. Wird ihnen nichts tun. Wisst ihr, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. Und auf das wartet letztendlich die Schöpfung. Aber das Zweite, was ist? Israel ist der echte Ruhesabbat für, oder Entschuldigung, das tausendjährige Reich ist der echte Ruhesabbat auch für Israel, wo sie die irdische Ruhe bekommen werden. Jetzt habe ich habe auch hinter dem Manuskript, das ist anders wie jetzt, was ich sage. Das ist nur ein Abriss der 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Und da haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Die Bibel lehrt, dass das Reich Gottes in 5 Erscheinungsformen existiert. Und das ist ganz massiv wichtig auf das tausendjährige Reich. Und zwar, ich habe mir das ganz kindlich einfach gemerkt. Wo ist das Königreich? Ja, wo ist das? Wo der König ist? Wer ist der König? Unser Herr Jesus Christus. Jetzt musst du nur heilsgeschichtlich vom Mose bis zur Offenbarung durchgehen, dann siehst du sofort, in welcher Erscheinungsform des Reiches Gottes du dich befindest. Zum Beispiel die erste Erscheinungsform, ich zeige die nachher, ist
die Prophezeiung. In der ersten Erscheinungsform wird zum Beispiel das Kommen des Königs und eher indirekt, aber das Kommen des Reiches, wo der König ja der Herr und der Herrscher ist, wird prophezeit. Zum Beispiel in Daniel 2, ganz wichtige Prophetie, wo die Schrift sagt, und zwar Römisches Reich, Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Er wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Da ist jetzt dieses Reich auf Erden ist verheißen, es ist nicht der Himmel. Der Himmel ist ein weiterer Erscheinungsraum, aber hier ist jetzt einmal etwas, wo er ganz klar sagt, dass Gott dieses Königreich aufrichten wird. Und wenn man dann Daniel 7 dazu liest, da kommt die zweite Stelle, das gehört alles zum direkten prophetischen Befund. Und zwar, hier ist dann etwas, Vers 27, aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, das ist nicht im Himmel, das ist nicht in der Erde, das ist hier auf Erden, wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Das steht im Hebräischen Am. Das heißt, da hast du das Volk in der Regel Israel. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Also die Bibel sagt, er wird ein Reich aufrichten. Das ist aber Prophezie, das ist zukünftig. Wisst ihr, und im Alten Testament ist die Erscheinungsform des Reich Gottes die Verheißung, das Zukünftige. Der König ist noch nicht körperlich da, das Reich ist noch nicht da, obwohl der Herr Jesus laut Micha 5, 1 und folgende immer wieder in sogenannter Christophanie, in Christuserscheinungen, zum Beispiel als der Engel des Herrn, zum Beispiel als der Herr der Heerscharen im Josua erscheint. Aber er ist noch nicht körperlich da, das Reich ist noch nicht da, ist noch verheißen. Also die erste Erscheinungsform ist die Verheißung des Königreichs. Und das haben wir auch im Psalm, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bezüglich auch vom tausendjährigen Reich. Und zwar, du hast hier im Psalm 2 beide Seiten. Hier ist etwas, das an und für sich schon fast sich dramatisch anhört, ab Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Herr Jesus. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker, da steht Goyim, also die echten Heiden, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und damit er nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das sagt die Bibel klipp und klar. Der Jesus wird hier auf der Erde, wird er, und zwar nicht im weichen Softreich, sondern er wird sie hier mit eisernem Zepter regieren. Das tausendjährige Reich ist nicht das Reich, wo, wie es die Zeuge Jehovas uns zeigen, mit ihren falschen Schriften, wo vorne die Bildchen drauf sind. Es wird ein Reich sein, wo mit eisernem Zepter regiert wird. Da geht die Bibel also gar kein Kompromiss ein, sondern sie sagt es klipp und klar. Und es steht dort sogar im Sacharja, könnt ihr am Schluss von Sacharja 14 lesen, wenn ein Reich oder ein Volk nicht im tausendjährigen Reich nach Jerusalem kommt, unter anderem zum Laubhüterfest, dann wird ihnen Gott den Regen sperren. Und er sagt, wer die Sünde begeht, sind die Ägypter, denen sperrt er dann der Regen. Wisst ihr, da wird es völlig anders zugehen, wie wir uns das vorstellen, weil da hat es noch ganz viele Nicht-Wiedergeborene in diesem Reich. Da ist der Überrest, die Kriege überlebt haben, der Heiden, und da ist der Überrest Israels. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel lehrt auch im Sacharja 13, Vers 8, dass in den Endzeitkriegen 2/3 des Volkes Gottes Israels sterben wird. Und nur das Drittel, das übrig bleibt, wird, wenn er sichtbar auf der Ölberg wiederkommt, bei sichtbarer Wiederkunft, sich auf einmal bekehren. Und dann hast du letztendlich, Sacharja 32, die letzte Erfüllung von Joel 3, die Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel. Wisst ihr, aber das ganze 3/3-Volk
ist natürlich insofern problematisch. Das muss man jetzt ganz einfach sehen. Drum ist es falsch und sündhaft, einen Israel-Fanatismus zu haben, der Jesus ersetzt. Es ist aber genauso falsch, ein Feind des auserwählten Volkes zu sein. Es ist genauso falsch. Weil Hesekiel 21, 30 sagt, und der Titel des Antichristen ist der Gesetzlose. Was aber dich betrifft, du Entweiter, Gesetzloser. Du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. Das war das Zeichen vom Messias, die Krone der irdischen Herrschaft und der Kopfbund des Priesters, dass er priesterlich Gott dient. Und dann sagt er in Vers 32, zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Und er sagt dann in 31, diese Krone des Antichristen, die er sich widerrechtlich aneignet, muss herunter, bis der kommt, dem sie gehört, der Herr Jesus. Und damit hast du eine ganz klare biblische Aussage, der Antichrist wird ein Jude sein. Und der gehört zu denen, die sterben, weil er wird ja dann in der Feuersee geworfen mit dem falschen Prophet. Aber die zwei Drittel, die müssen sterben, weil die sich auf die antichristliche Schiene begeben haben. Aber das Drittel, das auserwählte Volk, und das bleibt übrig und dem gehört das tausendjährige Reich. Und über das haben wir zu reden und das haben wir uns anzusehen. Und jetzt muss man einfach sehen, dass Gott, es gibt viele Stellen, ich mache nur Auszüge, es würde die Zeit und der Rahmen sprengen. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 15 sagt die Bibel, dass hier etwas passiert, dass der Erlöser kommen wird und dem Teufel der Kopf zertreten wird. Das wissen wir, der Herr Jesus ist gekommen. Und in 1. Mose 13, Vers 15 und im Folgevers kommt dann bruchstückhaft, wie bei einem Mosaik, immer wieder ein Steinchen dazu. Dort heißt es, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Er sagt hier klipp und klar, das ganze Land gehört Israel auf ewig. Und im 3. Mose 25, Vers 23 steht eine ganz zentrale Aussage, da sagt Gott, dieses Land gehört mir. Israel ist nur der Pächter dieses Landes, der Nutznießer. Das heißt, es kann ein israelischer Präsident oder Politiker nicht hingehen und Land, das laut der Bibel, und ich habe mir extra etwas gemacht, einfach, dass man auch in der Tagespolitik vernünftig wird. Ich habe mir mal die Grenze Israels, die verheißen sind, eingezeichnet. Und wenn von diesem Land dann ein Politiker, egal wer, wie der heißt, ob der Rabbin heißt oder anders, wenn dann ein israelischer Politiker von diesem Land Land preisgibt an die Todfeinde Israels, nämlich seine Nachbarn. Lest mal, was die Bibel über die Nachbarn Israels sagt, über Kedar. Denn ist das eine Sünde und in der Regel sind diese Politiker relativ schnell hinweggetan worden, selbst manchmal umgekommen. Weil da versteht Gott wirklich überhaupt keinerlei Kompromiss. Er ist so, dass er über sein Land auch eifersüchtig wacht und dieses Land gehört Israel allein. Auch der Tempelberg, wisst ihr, und wenn dann deutsche Kirchenfürsten hingehen und die Kreuze wegnehmen, dann müsste im letzten klar sein, dass man mit solchen Leuten und Organisationen nichts mehr zu tun haben darf. Das ist Verrat auf höchster Ebene. Allerdings muss man natürlich sagen, die Dummheit des Menschen ist ja unbegrenzt. Ich habe ein Buch gelesen, 800 Seiten über die Geschichte Jerusalems, was mich am meisten erschüttert hat, die Kreuzritter, die ja vollkommen aufgeheizt waren von den katholischen Priestern und von diesen Extremleuten, die hatten schon den Felsendom eingenommen, die hatten die Al-Aqsa-Moschee schon alles eingenommen. Die haben den Felsendom nicht abgebrochen, weil sie glaubten, es wäre ein Stück des Tempels Salomos. Da fragst du dich dann, wie dumm es sein kann. Entschuldigung. Die Al-Aqsa-Moschee haben sie zu einem Palast für sich gemacht, statt das alles abzubrechen, dann hätten wir heute weniger Probleme. Wisst ihr, aber man muss das einfach mal sehen, das hat alles mit der Prophetie zu tun. Wir hören ja noch davor, Hesekiel 36, 37, 38, 39, wo dann die Bibel ganz klar sagt, ab 37, du siehst Knochen da liegen, sie gehen zusammen.
Das ist die Gründung des Staates Israels 48. Dann kommt Fleisch. Das sind die Siege, die sie in den Kriegen hatten, wo sie dann wirtschaftlich auch immer mehr aufblüht sind. Dann kommt Zähne, dann wird das ein vollkommener Organismus. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Geist. Da steht Ruach, nicht der Odem, Ruach. Und wenn der Geist kommt, dann wird Israel wieder lebendig werden. Und zwar, das ist das, wenn der Überrest sich an einem Tag bekehrt bei der sichtbaren Wiederkunft und das tausendjährige Reich aufgerichtet wird. Das ist aber so, das hat Gott alles schon vorher bestimmt. Das ist jetzt die Prophetie aus 2. Petrus 3, Vers 2. Und da sagt klipp und klar, das gehört nur einer einzigen Gruppe, meinem Volk Israel und nicht dem Papst. Und nicht die Calvinisten und nicht einer verirrten Christenheit, die glaubt, das haben sie für sich zu beanspruchen. 2. Samuel 7, 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommt, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der Sohn Davids, der Herr Jesus. Sein Königtum wird das sein, das bleibt bis in Ewigkeit. Dann hast du wunderbare Prophetie über das tausendjährige Reich. Und jeder, der das liest, wird sofort sehen, dass das nicht geschehen ist. Das gab es noch nicht. Das muss man einfach nüchtern, sachlich hier feststellen. Das gab es nicht. Jesaja 2, ich lese ab Vers 2. Es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Herrn, Entschuldigung, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden, ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk, da steht Goi, kein Heidevolk, wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Entschuldigung, wenn jetzt jemand sagt, tausendjährige Reich ist schon da, Israel hat keine Zukunft, dann muss ich sagen, was ist denn das? Haben wir unsere Schwerter schon zu Pflugscharen gemacht? Sind die Kanone und die Rakete schon eingemottet? Ist so, dass kein Volk mehr gegen das andere kriegt. Ich habe in den Nachrichten beim Herfahren gehört, wir hatten noch nie so viele Kriege wie derzeit. Und wenn du das jetzt alles siehst, dann musst du sagen, das ist eindeutig, das ist das, was kommen soll. Das ist noch nicht da. Also ist die ganze Lehre, das tausendjährige Reich jetzt da ist, Israel keine Zukunft hat, ist vollkommen biblisch daneben. Das muss man einfach so deutlich sagen. Sag ich mir, oh, sei friedlich, das sind liebe Brüder, die meinen das gut. Das ist mir egal, ist trotzdem falsch. Versteht ihr? Ich kann etwas völlig gut meinen, auch ich. Und wenn ich biblisch daneben bin, dann bin ich halt daneben. Das geht nicht. Jesaja 11, 1 bis 12. Gewaltig. Es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais, dein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten, ist der Antichrist. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jetzt wird der Herr Jesus weiter beschrieben und jetzt kommt das tausendjährige Reich. Da wird der Wolf beim Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und Bären werden zusammen weiden und die Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berge meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ist ja klar, was da steht. Die ganze Erde wird so von der Erkenntnis Jesu erfüllt sein, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Jetzt kommt ein Bruder und sagt, das tausendjährige Reich ist ja da, Israel hat keine Zukunft mehr, es gibt kein tausendjähriges Reich. Entschuldigung. Mit denen kannst du nicht einmal reden. Du musst nur deine Bibel aufschlagen, die du hoffentlich immer dabei hast. Nimmst Jesaja 11, liest ihm das vor und sagt, Ende der Durchsage.
Wisst ihr, das sind Irrlehren, das sind falsche Lehre, die uns zu einer falschen Haltung verleiten, die uns abhalten, Israel zu sehen, wie es ist, die uns aber auch abhaltet, Fremdlinge zu sein, die uns abhaltet, biblisch zu leben. Von daher ist tausendjähriges Reich keine Theorie, sondern Praxis. Ich bin ein Fremdling. Ich warte auf das tausendjährige Reich, aber erst nach der Verstehung, wenn alle Gläubiger verstanden sind, wenn der Jesus mit seinen Heiligen, jetzt kommt zu dem, was die Bibel nicht lehrt, wer alles von den Gläubigen im tausendjährigen Reich ist. Ob das alle sind oder nur die, die über Städte herrschen. Wisst ihr, da sagt die Bibel nichts, dann haben wir auch nichts zu sagen. Aber er kommt wieder. Die Bibel hat zwei Quellen. Er kommt wieder mit den heiligen Engeln und mit den Heiligen. Aber wie das alles abläuft, sagt er nicht. Er sagt auch nicht, wie das genau gehen wird im tausendjährigen Reich. Da gibt es Dinge, die er nicht sagt, dann müssen wir schweigen. Dann sagt er, es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, noch Jesus, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, Ägypten, aus Patrus, Kusch und Elam, Sinia, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die verjagten Israels sammeln und die zerstörten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Wisst ihr, das ist, wenn die Herrlichkeit da ist, dann holt der erste Rest von Israel zurück im tausendjährigen Reich. Das ist nicht der neue Himmel und das ist nicht die neue Erde. Das ist hier auf der Erde, wird es geschehen, und zwar für Israel. Übrigens in Habakuk 2,14 ist eine Parallelstelle von dem, dass die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde wie das Wasser bedecken wird. Habakuk 2,14 ist nochmal das Gleiche. Wisst ihr, und dann beschreibt die Bibel etwas, und zwar sie sagt, der letzte Tag der alten Ära hier auf Erden, bevor der Herr Jesus wiederkommt, das steht in Sacharja 14. Und zwar da ist so, da wird zuerst beschrieben, was passiert, und dann wird danach beschrieben, wie das alles zugegangen ist. Sacharja 14,1, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln, die Stadt wird erobert werden, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes, das ist das Drittel. Und zwar soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden, also aus Jerusalem wird ein Überrest nicht ausgerottet. Also Entschuldigung, das ist jetzt nicht das ganze Drittel, sondern ein Teildrittel. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem nach Osten zuliegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und Westen hin zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Damit sagt die Bibel, es wird Nacht sein. Dieser Tag wird so sein, dass am Morgen nicht Tag wird. Und erst am Abend, wenn der Herr Jesus kommt, wird es Licht werden. Und dann sagt er, acht, es wird geschehen, an jenem Tag, wenn es Licht geworden ist, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Dann erklärt er das alles, wie das geht. Er sagt, Vers 11, es wird kein Bannfluch mehr da sein. Dann ist der Erlöser in unserer Mitte. Und jetzt sagt er, Vers 12, aber das wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, werden sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Chemische Waffe. Das ist der letzte Tag, da werden diese chemische Atomwaffe eingesetzt. Die Menschen werden bei lebendigem Leib verfaulen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dann sagt der Vers 16, es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscherin anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und nicht heute durch die Pfingster. Versteht ihr? Das ist ein Übergriff. Es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird
um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten. Über dieses wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht hinaufzieht und nicht kommt, dann wird auch über sie es nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter, die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Ich habe vorher falsch gesagt, es ist im Saharia. Und ich habe ja vorher angeführt, dass das dann so passieren wird, dass einfach die Völker kommen und Gott formal dienen wollen. Aber die haben nicht der Heilige Geist, über die ist der Heilige Geist nicht ausgegossen. Wenn dann endgültig das tausendjährige Reich noch am letzten Aufstand von Gog und Magog beendet sein wird, dann kommt der große weiße Thron und dann wird Gott die Bücher aufschlagen. Und dann wird jeder, auch der im tausendjährigen Reich gelebt hat, das muss klar sein, auch die Leute werden kontrolliert werden, ob sie im Buch des Lebens stehen, ob sie erlöst sind durch Jesu Blut oder nicht. Wenn sie nicht drin sind, wird er ihnen aufgrund dem Buch der Werke beweisen, dass sie nicht wiedergeboren waren und sie werden in der Feuersee in die Hölle gehen. Das muss uns klar sein. Es werden Leute, die die Herrlichkeit Jesu auf Erden sehen, dem tausendjährigen Reich, und die der König in Jerusalem erlebt haben, werden in die Hölle gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da siehst du, wie verdorbt der Mensch ist. Und selbst obwohl der Teufel gebunden ist, werden sie im tausendjährigen Reich solche Dinge tun, dass sie nicht gehorsam sind. Da siehst du die Sündenatur. Gott beweist dem Menschen, was er für eine Sündenatur hat und dass er nur erlöst durch Jesu Blut leben kann. Er muss gewaschen sein in Jesu Blut. Er muss annehmen, dass er mit Christus gekreuzigt ist, was ja Tatsache ist, und muss es ausleben. Er braucht die vollkommene Erlösung. Wisst ihr, das ist das, was die Bibel prophetisch über das tausendjährige Reich aussagt. Das ist die erste Erscheinungsform, nur verheißen. Es reicht doch schon, oder? Da brauchst du ja gar nichts mehr sagen über das tausendjährige Reich. Die zweite Erscheinungsform, das steht zum Beispiel im Lukas 11,20, da sagt der Herr Jesus was ganz Einfaches. Und das ist auch logisch, dass wir diese Erscheinungsformen verstehen. Da sagt er in Lukas 11,20, und hier haben wir jetzt eine große Offenbarung von Gott her, über diese ganze Thematik der einzelnen Erscheinungsformen. Wenn ich aber durch die Dämonen den Finger Gottes, also Entschuldigung, wenn ich aber durch die, Entschuldigung, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also er treibt mit seinem Finger die Dämonen aus und damit ist das Reich Gottes da. Warum ist das Reich Gottes in die Evangelie auf Erden? Weil der König da ist. Im Alten Testament war der König nicht da, dann ist nur verheißen. Jetzt ist der König da. Aber der Unterschied ist der zum tausendjährigen Reich, er richtet das Reich noch nicht auf. Weil er ist nicht gekommen, das Reich aufzurichten, sondern am Kreuz von Golgatha sein Blut zu vergießen. Er ist gekommen, jeden Fluch, jede Strafe, jede Verdammung, alles auszulöschen mit seinem Blut. Er ist gekommen, um zu sterben, dass wir nicht sterben müssen. Er, der den Tod nicht kannte, stirbt, geht ins Totenreich, steht auf, durchschreitet die Himmel, legt sein Blut in der Stiftshütte im Himmel auf den Sühnedeckel und hat die völlige Erlösung geschafft. Durch den Heiligen Geist kommt jetzt der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Das musste er tun. Darum konnte er in der zweiten Erscheinungsform in die Evangelie Israel noch kein Reich aufrichten. Darum musste er ihnen sagen, es geht noch nicht. Dritte Erscheinungsform, das sind wir. Kolosser 1,27. Wo ist jetzt der König? Kolosser 1,27 sagt ganz einfach, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt ist der Herr Jesus in meinem Herzen. Er ist in den Herzen der Gläubigen. Die Gläubige als Gesamtheit bildet laut 1. Korinther 3,16 der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt ist was Wunderbares. Die Bibel sagt, die Offenbarung 2, 1 und 5, er wandelt in der Mitte dieses Leuchters. Er ist gegenwärtig. Das Reich Gottes ist heute in meinem und in deinem Herzen, wenn du ein Gotteskind bist. Das Reich Gottes ist heute inwendig in uns. Das ist die dritte Erscheinungsform. Das ist unsichtbar in uns, aber es ist nicht auf der Erde. Und weil das unsichtbar in mir ist und ich eine himmlische Hoffnung habe und keine irdische, habe ich hier in der Politik und in der Aufrichtung dieser Strukturen in der Welt nichts verloren. Das ist ganz einfach. Ich gehöre zu einer anderen Welt. Ich gehöre zum anderen Reich. Ich habe einen anderen König. Wisst ihr, ich bin hier Fremdling auf Erden. Das Wort heißt im Griechischen ohne Bürgerrecht. Ich habe kein Bürgerrecht hier. Paulus sagte Philipper 3,20, unser Bürgerrecht ist im Himmel.
Wisst ihr, und jetzt muss ich ganz klar sagen, das tausendjährige Reich, auch diese Struktur, wo ich die Welt verändern soll, kommt später. Ich habe einen anderen Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen hingehen und die Leute evangelisieren, ihnen die Botschaft bringen, dass Jesu Blut ihre Sünde auslöscht. Ihnen sagen, wenn ihr wiedergeboren werdet zur lebendigen Hoffnung, dann kommt ihr nicht in die Hölle. Das ist unser Auftrag. Und nicht hier die Welt zu verändern. Da siehst du, wie die ganze evangelikale, auch die christliche Welt und die Großkirche, wie die schon abdriftet. Sie versuchen es den Leuten hier wohl zu machen. Obwohl geht es uns im tausendjährigen Reich, es steht, er kommt mit allen Heiligen, aber ihr müsst aufpassen, es gibt zwei Aussagen, auch alle Engel. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel nicht ganz klar, kommen alle Gläubiger, kommen alle Engel, wer sind die alle? Das sagt sie nicht. Also müssen wir es offen lassen, wer da ist. Es wird im Tausendjährigen Reich zum Beispiel nicht beschrieben, dass die Gläubigen hier agieren, außer in der Prophetie Jesu, dass sie über Städte gesetzt sind. Wisst ihr, von daher darf man nicht spekulieren und sagen, ja, die Gläubigen könnten das tun oder jenes tun. Lassen wir es einfach offen, was der Herr hier sagen will. Das Tausendjährige Reich ist jetzt hier. Und jetzt sagt die Bibel eine gewaltige Aussage. Mit der Bibelstelle bricht diese calvinistische Irrlehre, dass das Tausendjährige Reich nicht für Israel ist und dass das Tausendjährige Reich schon angebrochen ist, die Zeit der Kirche ist völlig zusammen. Das heißt nämlich in Römer 11, 25, wobei ich mir bewusst bin, dass das nicht alle Lehren, die zu dieser Gruppe gehören, ist mir auch klar, aber das ist die Grundtendenz. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Da steht Sozo, nämlich gerettet werden, um in den Himmel zu kommen. Und da wird es ganz klar so geschehen, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Das ist mein Bund, wenn ich ihre Sünden hinwegnehmen werde. Das heißt, er kommt dann und wird der Überrest retten und dann wird das Blut Jesu ihre Sünde hinwegnehmen. Und dann ist Joel 3 erfüllt. Wisst ihr, Joel 3 hat die erste Erfüllung. In Apostelgeschichte 2, drum steht dort, von meinem Geist ausgießen. Und dann sagt Titusbrief, dass der Heilige Geist reichlich ausgegossen ist über uns alle, über die Gläubigen. Und dann wird er letztes Mal ausgegossen über Israel, und zwar Jesaja 32, nämlich in dem Moment, wie das geschieht, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist. Durch den Heiligen Geist nimmt der Herr Jesus bei der Entrückung die Gläubigen hinweg, und dann gießt der Geist einfach wieder neu aus über den Überrest Israel. Und dann ist auch Joel erfüllt, dann ist alles erfüllt, dann bricht das tausendjährige Reich an. Dann kommt die letzte Erscheinungsform, nämlich auf Erden. Die letzte Erscheinungsform auf Erden, Offenbarung 20, das tausendjährige Reich. Die allerletzte Erscheinungsform dann, Offenbarung 21 und 22, ist dann die fünfte Erscheinungsform im Himmel. Also nochmal, wir sind in der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes, Christus ist in uns. Im tausendjährigen Reich ist er wiedergekommen auf der Ölberg, so wie er auch in Apostelgeschichte 1 sagt. Und jetzt richtet er sein tausendjähriges Reich auf mit Jerusalem als der Hauptstadt. Und die Leute werden kommen, um hier ihm zu dienen, nicht alle. Wir haben ja vorher von Martin schon gelesen, dass der Teufel dann auch gebunden sein wird. Und dann heißt es, ich sah Throne, sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu, und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die Märtyrer stehen dann auf. Sie werden wieder auferstehen. Auch die hier vor der Herr Jesus in den Tod gegangen sind und die hier am Antichrist nicht in die Falle gegangen sind. Sie werden mit ihm regieren, diese 1000 Jahre. Und dann sagt er, die übrigen der Toten werden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, nämlich die Hölle, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein, mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir sind jetzt ja schon in der dritten Erscheinungsform. Laut 1. Petrus 2, 4 bis 9, Könige und Priester, die ihm priesterlich dienen. Aber dann wird auf der Erde gedient, priesterlich. Und dann hast du das tausendjährige Reich. Wenn die 1000 Jahre rum sind, wird der Satan aus dem Gefängnis losgelassen, Vers 7, und dann kommt Gog und Magog ein zweites Mal. Also es gelingt dem Teufel sofort, diese nicht wiedergeborene Christenheit, obwohl sie der Herr Jesus vor Augen haben, zu verführen
Und sie greifen dann Jerusalem an. Und dann Vers 10, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt der große weiße Thron, das Endgericht. Wisst ihr, in Jesaja 65, 20 steht, muss aufpassen, zuerst kommt neuer Himmel und Erde, aber dann wird das tausendjährige Reich separat beschrieben. Wenn im tausendjährigen Reich jemand mit 100 Jahren stirbt, gilt er als Jüngling. Kann man sich nicht vorstellen. Wenn du auch Micha 4, der Arkisch, Joel 4, es gibt so viele Prophetien, wo das beschrieben ist, wie das sein wird. Und es wird so eine Herrlichkeit sein für so auserwählte Volk. Und er sagt hier, doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet, an der Spitze der Berge stehen, wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden zu ihm kommen. Da steht im Hebräischen Amim, das ist Mehrzahl von Am, das sind die Völker. Und viele Heidenvölker, da steht dann die Goyim, werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen. Und die wird er zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk, da steht Heidevolk, wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wisst ihr, er sagt dann nochmal, und das ist ein wichtiger Punkt, an jenem Tag, spricht der Herr, will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe. Ja, ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt ist, ein starkes Volk. Und der König wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Wisst ihr, wenn ich das sehe, muss ich sagen, das ist doch herrlich. Aber jetzt habe ich eine Bitte, wir sind Gläubige. Wenn wir wirklich das beherzigen, was die Bibel uns gezeigt hat, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dann spekulieren wir nicht. Aber das, was klar geschrieben steht, dass in der Prophetie nämlich dieses Reich für dieses Volk ist, und dass dann der Herr Jesus unter diesen Umständen herrschen wird und in der Lehre der Apostel, dass dieses Reich uns nicht gehört, sondern er in uns das Königreich aufgerichtet hat, dann beginnen wir, wenn wir ehrlich sind in der Bibel, beim Bibellesen zukünftig Israel, Israel sein zu lassen, Gemeinde, Gemeinde. Wir halten die Grenze vor 1. Korinther 4, 6, wir gehen nicht übers Geschriebene hinaus. Wir akzeptieren, dass Apostelgeschichte 2, 42 die Lehre der Apostel für uns ist, die Prophetie in der Regel für das auserwählte Volk, für Israel. Wir sehen, dass in den Evangelien die Lehre Jesu immer, wenn die Jünger herzutraten, rein Lehre für die Gemeinde ist. Schau, eine Verführung aus dem Dispensationalismus, der, wenn man richtig anwendet, galt falsch ist. Nur wenn man falsch anwendet, dass man sagt, die Bergpredigt ist nur die Regierungserklärung vom tausendjährigen Reich. Entschuldigung, wo steht denn sowas? Das steht nirgends, sondern das ist so, da brauchst du keine Regierungserklärung mehr, da ist der König da. Das tausendjährige Reich, das hat eine eigene Regel. Und die Bergpredigt ist für die Gläubigen. Bloß die wollen halt nicht die linke Wange hinhalten, wenn jemand auf die rechte schlägt. Darum wollen sie es loshaben, das ist das Problem. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann muss ich sagen, dann ist das tausendjährige Reich insofern eine bedeutsame Lehre, weil es mich ganz klar abgrenzt von dem, was ich heute bin. Nämlich ein Fremdling auf Erden, ein Wiedergeborener, der hier auf dieser Erde nichts zu suchen hat. Ich habe mir auch überlegt, warum, schau bei unserer Gemeinde so, warum die Krankheiten so überhand nehmen. Vielleicht muss uns der Herr auch klar machen, dass wir hier auf der Erde nichts zu suchen haben. Hatte mein Bruder gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, das war ein christlicher Buchhändler, ein Pietist, von der Altpietist, der Wiedergeborene, ein richtiger alter Gottesmann, der hat sein altes Haus umgebaut. Das war so richtig schön alt, wie der muffig, da hat es gerochen, also wie so ein paar hundert Jahre alt wahrscheinlich. Dann hat es umgebaut, hat oben einen modernen Stock drauf gebaut und dann saß er todkrank, saß er im Wohnzimmer auf dem Sofa und dann sagt er, ach weißt du, jetzt ist ja jetzt so schön, aber jetzt haben wir das Problem, jetzt will man nicht mehr gehen. Also im Alter hätte er gehen wollen, im Neuen sagt er, jetzt will ich bleiben. Wisst ihr, und von daher ist das tausendjährige Reich schon ein Zünglein an der Waage. Es ist eine Lehre, die aus dem Calvinismus kommt. Eine Lehre, die von Augustinus kommt. Eine Lehre, die von den Reformatoren nicht begriffen wurde. Und
von den Täufern wieder teilweise, wo sie in Münster das Täuferreich aufrichten wollten, auch falsch verstanden wurde, aber die von den echten Gläubigen in der Regel richtig verstanden wurden. Sie haben gewusst, wir sind Fremdlinge auf Erde, für Israel gibt es eine Zukunft in diesem tausendjährigen Reich, da wird der Jesus auf der Erde sein, mit ihnen regieren, es wird wunderbar sein, aber es wird kein leichtes Reich sein, er wird sie mit eisernem Zepter regieren müssen, weil sie nicht parieren, weil zum Beispiel die Ägypter nicht zum Laubhütte festkommen. Er muss ihnen sogar der Räger sperren. Könnt ihr euch vorstellen, das ist ein ganz anderes Reich, wie wir uns das vorstellen. Und zwar, da wird es sein wie im alten Israel, da wird das Gebot und der Gehorsam werden im Vordergrund stehen. Und dann kommt die große Abrechnung mit dem Gog und Magog und dann passiert eben das Entscheidende, dass der Teufel endgültig in den Feuersee kommt und dann gehen wir endgültig dorthin. Wenn euch das sagt, ah, ist ja wunderbar, heute schon, aber es wäre doch schön, wenn schon das tausendjährige Reich wäre, schon der Himmel da war. Ihr braucht gar keine Angst haben. Wenn heute jemand von uns stirbt, lese ich uns noch, dann ist er schon dort. Ich lese uns, wo wir sind und wie das aussieht, wenn heute einer von uns stirbt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man in Frieden sterben kann. Ich weiß, dass ich durch Jesu Blut in den Himmel komme und dann passiert Folgendes. Offenbarung 7, 14. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, übrigens die ganze Gemeindezeit, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Da steht Naos, wie für die Gemeinde dieser Begriff. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dursten, auch wird sie die Sonne nicht mehr treffen, noch irgendeine Hitze. Und das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das passiert vor der Auferstehung. Das ist ein Blick ins Paradies. Das ist der Vorhimmel. So herrlich wird das schon sein. Und dann auf der Verstehung, wenn wir uns noch Verstehungsleben haben, dann könnt ihr Offenbarung 21, 22 lesen, dann ist herrlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich gönne Israel das tausendjährige Reich ohne Ende. Die haben so viel mitmachen müssen. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich schon Hoffnung in mir habe, wenn ich sterbe. Ich kriege schon jetzt, wenn ich sterbe, was Schöneres wie das tausendjährige Reich. Ist euch das klar? Und dann, wenn noch der Verstehungsleben kommt, dann wird es wunderbar und herrlich. Und dann hast du neue Himmel, dann hast du neue Erde, dann fragt man, wer ist da, sagt Gott nicht. Und dann schiebt Gott den neuen Himmel und die neue Erde alles zusammen. Und dann ist eine wunderbare neue Welt, die von Gott regiert wird, von seinem König, vom König der Könige, vom Herrn der Herren, von unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für ein herrlicher Heilsplan, der entstanden ist, in dieser Lichtswelt, als du im gehorsamen Vater gegenüber bereit warst, diese Lichtswelt zu verlassen, der du mit dem Vater vollkommen in gleicher Gottheit, in gleicher göttlicher Gestalt warst, du warst bereit, das alles niederzulegen, Mensch zu werden wie wir, unsere Strafe zu tragen, unseren Fluch, unsere Sünde auszulöschen. Du hast alles getan, du bist gestorben, der du den Tod nicht kanntest, du bist auferstanden, du bist ins himmlische Heiligtum, hast dein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. Und hast die Geistersohnschaft ausgegossen über alles Fleisch und bist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingezogen, auf dass wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, zu diesem Tempel des Heiligen Geistes und dass das Reich Gottes heute inwendig in uns ist. Und wir dürfen in aller Ruhe abwarten, was passiert. Wenn wir sterben werden, werden wir in der Herrlichkeit bei dir sein. Es wird wunderbar sein, aber wir können auch abwarten, wenn wir es erleben, was du tust, wenn du wiederkommst auf der Ölberg und wenn du dann diesen letzten schrecklichen Tag aus Sacharja 14 beendest, wenn du wiederkommst und dieses tausendjährige herrliche Reich für Israel aufrichtest, wenn du die irdischen Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob endgültig erfüllst und wenn du auf Erden der Herrscher sein wirst. Und trotzdem kommt das Beste noch, wenn wir dann alle Zeit bei dir im Himmel sein werden, wenn diese alte Schöpfung vernichtet ist. Alles zu deiner Ehre und zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Amen.